Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, wir sind heute mal wieder in War Thunder unterwegs. Und wir starten einfach hier in so eine realistische Zufallsschlacht, glaube ich, heißt das rein. Das geht relativ schnell, da hat man nur ein Flugzeug zur Auswahl, mit dem man halt dann die ganze Zeit rumcruist. Und wenn das Schaden nimmt, muss man hier wieder zurückfliegen, damit man das reparieren kann. Und ich bin nicht so gut da drin, muss ich wirklich gestehen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Wir starten jetzt hier entspannt und dann muss man so Klappen und alles Mögliche einfahren. Und ich hoffe, das geht fit. Meine Freunde, ich habe in der letzten Zeit probiert, das mit BeamNG wieder hinzukriegen, damit da wieder Videos kommen. Aber ich kriege irgendwie immer so einen komischen Fehler. Deswegen funktioniert das nicht so richtig. Deswegen kommt jetzt in der nächsten Zeit viel anderes Zeug. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem natürlich. Ja. Das ist eigentlich großartig. Ich würde sagen, ich hole euch gleich mal wieder dazu, wenn es ein bisschen spannender wird, weil jetzt fliegen wir erstmal da zu den Gegnern. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier in der Nähe von den Gegnern. Wir haben auch schon ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen und Höhe verloren, weil das Ziel wird, dass wir einfach hier so die Bodentruppen von denen möglichst schnell zerfetzen, glaube ich, ohne dass wir dabei zerfetzt werden. Ich hoffe, dass uns hier keiner von der Seite wegsnackt, weil ich höre hinter uns schon wieder Flugzeuge. Ja, das ist es. Das ist halt ein bisschen mies. Weil ich habe hier auch keine Unterstützung. Und wenn ich drauf gehe, beziehungsweise mein Flugzeug zerstört wird, dann komme ich so schnell nicht mehr nach Hause. Weil man ja nur ein Flugzeug hier hat. Ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht fighten. Digga, ist doch was? Wie hat er denn bitte mal Pilot gehittet? Och Mann. Entspannt. Ja, der hat uns jetzt hier ausgeholt, deswegen müssen wir, wenn dann, in ein neues Match gehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in eine Arkade-Luftschlacht. Da kann man mehrere. Was geht hier? Okay. Da kann man mehrere Flugzeuge dann spawnen. Das ist ein bisschen entspannter. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich wieder. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade in dem Loading Screen für so eine Arcade-Schlacht, wie man da oben sieht. Das ist, glaube ich, ein bisschen entspannter, weil man da einfach mehrere Flugzeuge spawnen kann. Unser Ziel ist, dass wir irgendwie die Bodenteams von den Gegnern zerstören sollen. Und ich bin gespannt, ob das was wird. Wir starten hier mit so einem normalen Flugzeug erstmal rein und gucken dann. Wir haben auch so einen Bomber, ups, mit dem man Bomben abwerfen kann. Oh Gott, das ist in so Bergen. Eigentlich ist es ja ganz gut, weil du hinter den Bergen dann so sneaky peeky dich verstecken kannst. Aber ja, mal schauen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach da links, also nach da vorne, wo wir gerade hinaimen. Und ich hoffe, von oben kommt jetzt keiner, der uns einfach zerstört. Aber was ich gerade sehe, da unten ist auch was. Ich glaube, das werden die nicht so auf dem Schirm haben, die alle. Ich bin einfach schon Level 4, sehe ich gerade, also Staffel 4. Oder nein, das ist das Zeichen. Oder nicht? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir relativ schnell unterwegs, weil wir mit 700 km/h fast fliegen, wie man links oben sehen kann. Das ist schon echt abnormales. Also wenn du da hochziehst, dann verreckt doch dein Pilotgefühl. Ja, es wird einem direkt ein gezeigt. 9G. Entspannt. Stier. So, entspannt. Werde ich von irgendwem schon abgeschossen von den Gegnern? Naja, die fliegen nach da unten rum. Dann gehen wir mal auf das nächste. Oh nein, das ist so ein gepanzerter Shit. Einen haben wir zerstört. Ich mag das Flugzeug hier eigentlich. Es ist nur manchmal irgendwie nicht so 100% so wendig. Aber hier kommen Panzer, die können wir holen. Folgt uns einer, Bro, ne? Oh nein, es leckt.
Ja, guck jetzt mein, wie man im Hintergrund wahrscheinlich gesehen hat, mein Flugzeug einfach kaputt. Ist halt irgendwie mal ein bisschen schade, weil ich eigentlich nichts gemacht habe. Aber gut, weil bei anderen Games ist es irgendwie auch nicht. Ja, ich würde sagen, da unten sind noch so Autos, die sich bewegen. Auf die könnten wir theoretisch gesehen gehen. Aber eigentlich sind wir dazu da, um so andere Flugzeuge auszuschalten. Ja. Oh Gott. 14G und ich rauche schon wieder. Und ich habe schon wieder Standbildschirm. Warum? Lass mich doch. Oh, ich habe ihn gehittet. Ja, das Ding ist halt, guck, wir haben jetzt unseren halben Flügel schon wieder verloren und dann kannst du halt einfach knicken. Wir müssen jetzt irgendwie eigentlich probieren, noch so ein bisschen Geschwindigkeit rauszuholen. Damit wir nicht bodenlos. Ja, okay, wir schlagen einfach ein. Ich kann auch nichts dagegen machen, leider. Und jetzt leckt's halt wieder. Ja, das war's. Wir sind nicht mal zerschellt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe extra auch die ganzen. Das ist übrigens jetzt unser bestes Flugzeug. Ich habe auch extra die ganzen Grafikeinstellungen ein bisschen runtergestellt, weil ich dachte, dass es irgendwie an meinem PC liegt. Aber irgendwie ist es komisch mit dem Game. Ja, entspannt. Wie man sieht, sind wir einfach komplett irgendwo eingeschlagen. Ich weiß jetzt nicht warum, wie schnell das eigentlich funktionieren soll. Da hinten. Ja, irgendwie ist das ganz komisch. Manchmal spackt das komplett rum. Gerade eben habe ich eine Runde gespielt ohne irgendein Standbild. Und jetzt sind wir hier in so einem fetten Dinges. Ja, der leckt irgendwie immer, keine Ahnung. Er kann man sogar nach hinten schießen. Bombardieren mal das Dingens da unten. Ja, komm, die hitten direkt immer unseren Piloten. Unser Flugzeug fliegt sogar einfach noch weiter. Das finde ich ein bisschen uncool, muss ich wirklich sagen. Jo, der hat einfach beide zerstört. Holy shit. Da kommen noch andere Flieger. Nein, hör auf zu lecken. Ja, bei so einem Leck kannst du, wenn der zu lang ist, kannst du dir eigentlich direkt alles abschminken. Dann bist du irgendwo im Busch drin. Okay. Wir haben verloren. Und unser Flugzeug ist verreckt. Ich würde an der Stelle sagen, meine Freunde, das soll es vom heutigen Video dann gewesen sein. Schreibt gerne rein, was ich besser machen kann und wie ich vielleicht diese Lecks wegkriege, weil ich habe meinen Treiber und alles Mögliche auch schon aktualisiert, weil ich dachte, dass daran liegt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao.